Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Micknaufs Daily, ja, der letzte, den Sie innerhalb dieser Woche dann von mir bekommen. Ja, ich habe mich ja diese Woche dann doch mal um einige Themen gekümmert. Deutsche Bank zum Beispiel hatte ich im Fokus. Naja, und jetzt habe ich mir dann mal ob der anliegenden Information und Nachrichtenlage mal das Thema Bayer heute für Sie zu Herzen, zur Brust und zur Recherche genommen. Ja, nun scheint es tatsächlich offiziell zu sein. Bayer will ein Übernahmeangebot für den US-Konkurrenten im Agrarchemiegeschäft, nämlich Monsanto, vorlegen. Naja, und wir haben ja gesehen, bereits gestern, dass die Aktie minus 8% rausgegangen ist aus dem Handel. Gestriger Schlusskurs 88,91. Und wir hatten bereits vor einer Woche, als das Ganze als Gerücht auftauchte, damals schon die Aktie von Bayer minus 4%. Also glücklich sind die Anleger nicht unbedingt mit diesen Plänen, weil sie erwarten natürlich gewaltige Belastungen durch einen solchen Milliardendeal. Naja, Monsanto bringt aktuell knapp 38 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Also nicht unbedingt ein Schnäppchen, was Bayer da dementsprechend übernehmen will oder könnte. Naja, und vor allen Dingen weiß man auch nicht, ob halt eben Bayern auch noch einen Zuschlag bringen müsste, um halt eben Monsanto dementsprechend zu übernehmen. Das heißt, ein angenehmes Angebot natürlich für die Monsanto-Aktionäre. Die Aktie übrigens gestern in den Vereinigten Staaten mit einem Plus von 5,5% rausgegangen. Aktueller Kurs in den USA auf Euro-Basis 91,44. Und auf Wochensicht hat die Aktie von Monsanto wegen dieser Übernahmespekulation natürlich 9%, auf Monatssicht sogar schon 11,3% zugelegt. Naja, jetzt geht es natürlich darum, wie will Bayer denn bezahlen? Das Ganze kann natürlich letztlich nur über eine Finanzierung einer Kapitalerhöhung laufen. Die wiederum, und davor haben natürlich die Aktionäre ganz klar Ängste und Befürchtungen auch, verwässert natürlich die Gewinne für bestehende Aktionäre und auch ein Verkauf von Anteilen an der gerade an die Börse gebrachte Tochter Covestro wäre da natürlich nach wie vor noch eine Möglichkeit für Bayer, sich Kapital zu besorgen. Aber auch Covestro ist natürlich dementsprechend in diesem Zug zuerst mal abgestraft worden. Aber nicht nur der Kauf, sondern auch die Integration von Monsanto ist natürlich ganz klar mit Kosten belegt. Naja, und Monsanto, wie gesagt, kann mittlerweile glücklich sein. Meine, jetzt geht es natürlich nur noch darum, wird das Management von Monsanto zusagen, also einem Angebot von Bayer zustimmen, oder gibt es eventuell sogar noch einen preistreibenden Bieterwettbewerb? Der würde natürlich das ganze Unterfangen nochmal teurer machen. Und vor allen Dingen, naja, Bayer ist ja nicht ganz alleine mit seinen Übernahmeplänen. Wir haben ja einen weiteren großen DAX-Player, der durchaus Interesse an Monsanto haben könnte. Und zwar der Rivale aus Ludwigshafen, nämlich die BASF. Also das Thema ist und bleibt auf jeden Fall spannend. Wir sehen aber die Bayer-Aktie immer mehr unter Druck. Sollten wir natürlich dementsprechend mal verfolgen, wie es da weitergeht. Sollte, wie gesagt, aber Bayer Monsanto kaufen, ja, dann denke ich mir, wird natürlich ganz klar auch die Aktie zuerst einmal sicherlich nicht davon profitieren. Das war Micknaufs Daily. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein angenehmes Wochenende. Sie wissen ja, ich habe einiges für Sie in dieser Woche vorbereitet. Was Sie noch nicht gesehen haben, können Sie sich dementsprechend dann nochmal anschauen. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.